Sie hören den Kurier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Daily Podcast Jahresrückblick. In dieser Woche schauen wir auf das vergangene Jahr zurück und besprechen mit unseren Redakteuren die Highlights aus ihren Ressorts. Heute bei mir zu Gast Yvonne Wiedler vom Leben-Ressort. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, das Leben-Ressort ist ein besonderes Ressort im Kurier. Einerseits haben wir hier die Wissenschafts- und Gesundheitsberichterstattung, also durchaus ernstere Themen, denken wir nur an Corona, aber auch Essen und Trinken, Reisen, Beziehungen, Family, Tiere oder Lifestyle, also Themen rund ums Thema Leben eben. Die Leitung muss also täglich ausbalancieren, damit neben den Hard News, wie wir Journalisten das auch nennen, auch die Soft News veröffentlicht werden. Und das kann herausfordernd sein. Dazu begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Yvonne, ihr habt ja sehr viele Geschichten, die ihr jeden Tag angeboten bekommt, aber welche Geschichte war denn dann am Ende wirklich die meistgeklickteste Geschichte aus dem Ressort im Jahr 2022? Ja, die meistgeklickteste Geschichte hat sich mit der Corona-Impfung auseinandergesetzt. Also da liegen eigentlich ziemlich viele gleich auf. Also das ist ein Thema, das hat die Menschen wahnsinnig bewegt. Also das hat man ja auch gemerkt in Österreich, der Spalt, der da ein bisschen auch durch die Gesellschaft quasi verlaufen ist. Mhm. Impfgegner, Impfbefürworter, das haben wir auch in den Leserzahlen einfach gesehen. Diese Meldungen, Berichte, Reportagen, was auch immer, waren immer ganz vorne dabei, 2022. Aber auch alles, was mit Impfstoffen generell zu tun hat. Mhm. Also die Leute wollten sich einfach informieren über die Impfstoffentwicklung. Dann war ganz großes Thema ja auch lange der Totimpfstoff, weil ja viele gesagt haben, sie warten auf den. Und dann die Herstellerinformationen und die Phasen der Studien etc. Also das war immer, sobald ein Artikel draußen war, zack, sind die Klickzahlen in die Höhen geschossen. Ja. Das heißt, da kann man gar nicht den einen Artikel festmachen, Nein. sondern das war ein ständiges Thema bei euch im Ressort das ganze Jahr über. Genau, weil die Artikel ja auch ständig auch aktualisiert wurden, online zum Beispiel. Ja. Also weil das war die Zeit, wenn du dich erinnerst, das sind ja tagtäglich noch mehrere Updates über die Agenturen reingekommen, weil sich da so viel getan hat, vor allem noch in der ersten Hälfte des Jahres. Und da waren die Zugriffe, also kann man nicht jetzt auf einen festmachen, ja, weil die immer weiterentwickelt wurden. Und du hast in der Vorbesprechung auch gesagt, es ist ja so, dass das Thema Impfpflicht dann besonders kontroversiell war. Und auch da haben wir als Kurier natürlich sehr viel darüber berichtet. Was waren denn da die größten Aufreger sozusagen? Ja, also Impfpflicht hat unsere Leser und Leserinnen extrem beschäftigt. Mhm. Vor allem als dann in der ersten Jahreshälfte die Diskussion aufkam, kommt die jetzt in Österreich, ja oder nein? Und da ja, haben wir halt gesehen, da haben wir, wie auch eben die Gesellschaft das gezeigt hat, dass bei uns hat sich das ebenso wieder gespiegelt, die absoluten Befürworter, alle sollen durchgeimpft werden und die gesagt haben, na, das geht gar nicht und Corona-Maßnahmen auch schon irgendwie kritisch gesehen und wir sind da auch wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, wir haben da extrem viele Posteingang deshalb gehabt. Ja. Also vor allem unsere Gesundheitsredakteure Ernst Mauritz, Elisabeth Gerstendorfer, hier mal herauszugreifen, die haben die auch ganz fleißig beantwortet und die Menschen hat das wahnsinnig beschäftigt. Ja. Und da ist wahrscheinlich immer ziemlich viel Verunsicherung auch dabei gewesen. Hat es auch Leserbriefe gegeben, die ein bisschen härter formuliert waren oder die von Impfen gar nichts wissen wollten und uns vielleicht auch das geschrieben haben? Ja, ja. Also das gab es auch. Es gab auch problematischere Inhalte, genauso gut sagen. Aber dann auch Menschen, die sich Sorgen gemacht haben, ja, die sich einfach wirklich informieren wollten. Menschen, die sich überhaupt nicht mehr ausgekannt haben, auch bei der Fülle der Informationen. Ja. Also da war wirklich alles dabei. Sehr emotionale Briefe, genauso wie auch abfällige unsere Berichterstattung betreffend, ja, Vorwürfe, warum wir so tendenziös sind, wenn es ihnen zu sehr in eine Befürworterrichtung ging, genauso wie wissenschaftliche Kenntnisse, die in Frage gestellt wurden. Also das war wirklich ein breites Spektrum an Leserbriefen, die wir da erhalten haben und ja, also da haben auch wir viel dazu gelernt in diesem Jahr. Der Druck war also auf die Journalisten auch groß, aber noch größer auch auf die Ärzte. Auch da müssen wir ein Kapitel ansprechen, das nicht so schön ist. Wie war das für euch, nachdem ihr erfahren habt, dass der Druck auf die Ärzte immer größer wird und besonders auf eine Ärztin? Ja, also wir haben ja mit vielen dieser Ärzten selbst Kontakt gehabt, weil wir sie immer wieder interviewt haben und haben ja da schon mitbekommen gehabt, dass viele dieser Ärzte, die sich pro Impfung ausgesprochen haben oder pro Corona-Maßnahmen generell, ja teilweise nur verkleidet in die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit gehen konnten, zum Beispiel. Also Ärztinnen, die sich Perücken aufgesetzt haben, ja, oder tatsächlich Polizeischutz bekommen haben, ja. Wie auch der Herr Dr. Wenisch zum Beispiel aus Wien, ja, das hat auch in einem Interview mit uns damals gesagt. Also der hat Drohungen gegen seine Familie bekommen, da hat er sich dann auch medial zurückgezogen. Ja, und eine, über deren Fall wir auch berichtet haben, die wir auch interviewt hatten zuvor noch, war eben die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier, auch eine Impfärztin mit eigener Ordination, die auch mit Hassnachrichten konfrontiert war und schlussendlich hat es leider im Suizid geendet, ja. Ja, ich muss dazu sagen, dass wir da auch im Daily-Podcast immer wieder eben Ärzte interviewen. Auch die Frau Kellermeier hatten wir Vorgespräche, haben dann eigentlich auch zu ihrem eigenen Schutz darauf verzichtet, sie medial noch größer zu machen. Aber man sieht einfach, wie groß der Druck werden kann, der dann auf einzelnen Personen lastet und die dann auch oft mit diesem Druck alleingelassen werden. Ja. Man muss sagen, Gesundheit ist ja nicht nur Corona. Was ist denn sonst so gesundheitsmäßig passiert, wenn wir vielleicht ein bisschen weiterschauen? Genau, also abseits von Corona gibt es vor allem drei Geschichten, die zugriffstechnisch extrem herausgestochen sind. Das eine ist das Thema Gewalt im Kreißsaal. Das haben wir eher gegen Ende des Jahres gebracht, und zwar im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Mhm. Es ist ein wahnsinniges Tabuthema und ich muss sagen, auch ich war überrascht über diese hohen Zugriffe, wie viele Frauen da tatsächlich davon betroffen sind. Also da geht es darum, das fängt an, das mag jetzt vielleicht für andere Menschen als Kleinigkeit erscheinen, ja. Allein wie man behandelt wird, wie mit einem besprochen wird. Also viele Frauen fühlen sich da ein bisschen objektisiert, sage ich mal. Ja, sie sind nicht die wichtige Person, sondern quasi nur das Baby, das herauskommt und ist wahnsinnig exponiert. Ja. Mhm. Dann gibt es natürlich auch immer wieder körperliche Verletzungen, ja, aber die Mischung aus doch Traumata, die da erfahren werden, bis hin zu ja, körperlichen doch Verletzungen, ja, führen da wirklich zu großen Problemen, die danach folgen können. Und das ist etwas, worüber nicht viel geredet wird in dem sehr patriarchalen ärztlichen System. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Aufklärungsbedarf. Mhm. Aufklärungsbedarf gibt es nach wie vor auch beim Brustkrebs. Hier ist die Vorsorge extrem wichtig. Was habt denn ihr da in diesem letzten vergangenen Jahr für Artikel gebracht und welche Resonanz habt ihr da bekommen? Ja, tatsächlich war Brustkrebs ein Thema, das wir immer schon begleitet haben, das ganze Jahr über, und das auch immer wahnsinnig gut gelesen wird. Und auch jetzt wieder haben wir dieses Mal uns dazu entschieden, drei betroffene Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen zu befragen, und die haben uns ihre Lebensgeschichten erzählt, und die eine hat irgendwie schon seit 3 Jahrzehnten Krebs in Wahrheit ausgegangen, von einem Brustkrebs gestreut in andere Krebsarten, und die haben uns alle drei auch Video-Interviews gegeben, und das war wahnsinnig emotional, und den Aufwand dieser Geschichte haben uns die Leser und Leserinnen tatsächlich auch gedankt, unter Anführungszeichen, weil die Geschichte auch extrem gut gelesen wurde, und das rührt natürlich daher, dass es wahnsinnig viele betroffene Frauen in Österreich gibt. Mhm. Ja, das waren also aus dem Gesundheitsbereich die zwei Geschichten, die nach Corona sehr gut gegangen sind. Und dann eine dritte, das fand ich besonders interessant, weil das offenbar in eine andere Richtung geht, aber die Menschen auch sehr interessiert. Und zwar war das ein Interview mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor-Jamski, der uns erklärt hat, wie es möglich sein könnte, den ersten unsterblichen Menschen zu zaubern, sage ich mal. Aha, okay. Mhm. Und wie weit ist da die Wissenschaft schon? Ja, die ist tatsächlich viel weiter, als wir denken würden. Wir kriegen ja immer nur dann den kleinen Eisberg am Schluss mit, ja, das, was dann veröffentlicht wird. In der Mikrobiomforschung, also in der Veranlagung des perfekten Mikrobioms, ist man schon sehr weit. Ja, wobei unsterblich jetzt heißt einfach ein großes Alter jetzt mal zu erreichen. Mhm. Ja, also. Aber sie sind da sehr, wie soll ich mal sagen, positiv, die komplexen Gesetze des biologischen Alters zu brechen und die letzten Lücken zu schließen. Und da kann sich noch einiges tun. Das wird spannend auch im kommenden Jahr. Die Frage wird halt sein, wer will wirklich so alt werden? Aber das ist eine andere Frage. Genau, die Frage ist halt immer, wie geht es einem dabei? Ne? Genau. ja. Wir haben die Wissenschaft jetzt schon angesprochen. Mhm. Ist auch ein großes Thema natürlich bei euch im Ressort. Was war denn da das Highlight des Jahres für euch? Da war es natürlich ganz klar der Physik-Nobelpreis an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin da gerade mit einer Corona-Infektion zu Hause gesessen im Homeoffice und habe es gehört, und dann sind wir gleich alle herumgesprungen und haben unsere Wissenschaftsredakteurin und noch eine zweite Redakteurin eingespannt, und die haben dann eine ganz tolle, spontane Doppelseite in der Zeitung gebastelt mit einem Porträt und mit den bisherigen Preisträgern etc. und haben dann eben diesen Mr. Beam, der ja genannt wird, oder? Genau, ja. Deshalb, weil er sich eben viel mit dem Beamen beschäftigt hat. Also er hat den Nobelpreis ja bekommen für die Quantenteleportation von Photonen, also von Lichtteilchen.
Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Ja? Und das haben wir auch durch unsere Berichterstattung, glaube ich, gespiegelt. Also ich glaube, an dem ist in der Woche niemand vorbeigekommen. Eure anderen Seiten, also online, aber auch in der Zeitung, beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Lifestyle, und da gehört auch das Leben und das Lieben dazu. Mhm. Das sind so Dauerbrenner bei euch, glaube ich, diese Beziehungsgeschichten. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da so, ja, was da so gelaufen ist alles? Also ich habe ja auch selbst eine Beziehungskolumne im Kurier, die ist jeden Donnerstag, und von daher weiß ich es auch. Also ich habe noch nie auf irgendetwas mehr Reaktionen bekommen als auf meine Kolumnen, wenngleich die Themenfindung immer schwieriger wird, weil man glaubt, alles ist schon manchmal geschrieben. Aber diese Beziehungsgeschichten, die werden einfach wahnsinnig gerne gelesen, ist eh klar. Ja, es betrifft jeden in irgendeiner Form. Und egal, ob das jetzt sind neue Studien zu neuen Beziehungsverhalten, wie die Österreicher, Österreicherinnen ticken, man kennt das eh. Mhm. Oder eben auch, kürzlich hatten wir, wie schaut eine perfekte Trennung aus zum Beispiel, auch wahnsinnig gut gelesen worden. Dann neue Partnerschaftsmodelle, einerseits Patchwork, auf der anderen Seite aber auch hin zur Polyamorie. Sprich, man hat mehrere Partner, ja, alle sind gleichwertig, also weg von der Affäre hin zum offenen Leben des nicht nur eine Persons zugewandt Seins, sag ich mal. Was überraschend oft auch von einigen Kurierleser und Leserinnen gelebt wird, wie ich per Leserbrief sehr intime Details erfahren durfte. Okay, da hört man sehr viele Sachen, die man vielleicht so nicht hören wollte. Ja, wirklich. Na, da habe ich von einem Leser einen Brief bekommen, geboren in den 40er oder 50er Jahren, 40er war es genau, und hat dann geschrieben, er und seine Frau sind schon ewig lang verheiratet, viele Jahrzehnte, aber haben sich irgendwann gedacht, sie wollen einfach beide des anderen Marktwerts nochmal wissen und ihnen eine gewisse Flaute halt in manchen Lebensbereichen, und haben das dann tatsächlich begonnen zu leben, haben das 10 Jahre zelebriert und danach haben sie wieder aufgehört damit und sind mit den jeweiligen Mann und Frau des anderen aber noch befreundet und gehen jeden Sonntag gemeinsam Tischtennis spielen. Aha. Ja, sowas erfährt man dann da zum Beispiel. Also wie gesagt, diese Geschichten, Dating-Trends, aber gehen auch sehr gut. Das interessiert dann tendenziell vielleicht eher die bisschen jüngeren Leute, ja, die viel auf diesen Plattformen oder Tinder und Co. unterwegs sind. Jetzt ganz aktuell ist zum Beispiel das Wintercoating, nennt sich das. Wintercoat, Wintermantel, heißt, man benutzt einen Ex dazu, um sich quasi wie mit einem Mantel mit ihm aufzuwärmen, den man im Frühjahr wieder ablegt. Okay, wenn man dann wieder bereit ist, rauszugehen, genau, dann braucht man den Ex nicht mehr. Für die kühle, ungute Zeit holt man sich vielleicht wieder jemanden ins Leben, um ihn wieder abzugeben, wenn man eh wieder raus kann und ihn nicht mehr braucht. Ja, das soll es alles geben. Genau, und neben dem gibt es auch noch als zweiten aktuellen Trend das Hardballing. Das kommt aus dem Baseball ursprünglich, der Begriff, und heißt, den Ball direkt spielen, heißt nicht mehr so viel um den heißen Brei rumreden, hat auch viel mit Corona zu tun. Mhm. Ich glaube, die Leute sind drauf gekommen, wie schnell es nicht mehr super alles sein kann, ja, wie schnell der Ernst des Lebens da ist, und dass man sich auch denkt bei Beziehungen, wenn man jemanden kennenlernt, ich sag gleich, was ich will, und ich tue nicht mehr lang herum. Ja. Das hat vielleicht auch mit den ganzen Dating-Apps zu tun, wo die Profile schon sehr ausgewählt sind. Stimmt, und die Matches schon sehr in die Richtung gehen, dass man wirklich den richtigen finden soll. Ja. Genau, ja. Eine Rubrik, die ja bei uns intern, zum Beispiel bei der Morgenstehung, wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber dennoch sehr beliebt sind die Tiergeschichten. Da haben wir auch immer wieder, auch in der Zeitung, den Tiercoach, aber das bildet sich ja auch online ab. Welche Tiergeschichten gibt es denn da so? Ja, also abgesehen davon, von Online-Tiergeschichten, haben wir auch immer den Tiercoach, jeden Montag in der Zeitung, den wir dann natürlich auf Kurier.at spielen, wo wir jede Woche, jeden Montag Experten befragen, wie man mit Haustieren richtig umgeht. Das basiert auch teilweise auf Fragen von unseren Lesern und Leserinnen. Und ansonsten alles Mögliche. Also ganz besonders begeistert oder nett fanden die Leser die Geschichte über ein schwules Pinguinpaar. Aha. Aus Australien, die den 3. Jahrestag gefeiert haben, und da haben uns auch ganz viele Leserbriefe dazu erreicht, die immer nachfragen, wie geht's denn jetzt und können wir neue Fotos sehen und sind die noch zusammen? Quasi so. Also Polyamore, Pinguine gibt's oder ja sind sie mittlerweile auch vielleicht in einem anderen Beziehungsmodell gelandet, genau. Also die leben noch, zur Info an alle, im Sea Life Aquarium in Sydney, sind noch zusammen, heißen Sven und Magic, und haben vielleicht bald das
vierte Mal zum vierten Jahrestag Fischkuchen im kommenden Jahr. Schauen wir mal. Schauen wir mal. ja. Das ist ja schon eine bisschen kuriose Geschichte, aber ich habe dich auch gefragt, ob du uns nicht ein paar ganz kuriose Geschichten vorbereiten kannst. Was hat dich denn so abseits von den ernsten Themen sonst noch so im Leben-Ressort beschäftigt? Ja, ich bin immer wieder überrascht davon, wie sehr Geschichten über die Royals unsere Leserinnen nämlich durch alle Altersgruppen hin begeistern. Mhm. Ja? Also auch die ganz Jungen. Ja? Diese Geschichten werden einfach gelesen. Steht da Meghan, steht da Kate, steht da Harry. Kannst du davon ausgehen, die Geschichte geht durch die Decke. Und was ich aber kurios fand, es gab im September, ist ja dieses Foto kursiert von König Charles, wo Zoom-Nahaufnahme auf seine Hände war, wo seine roten, dicken Würstelfinger zum Vorschein kamen, die nicht besonders schön ausgesehen haben, um ehrlich zu sein. In dem Moment, und sagen wir mal. In dem Moment, genau, ja. Und ja, daraus haben wir als Anlass genommen, um eine Geschichte darüber zu machen, ja, und den Weiterdreh zu machen, was Hände generell über uns verraten. Und das war auch eine extrem gut gehende Geschichte. Ja. Also sowohl die Wurstfinger vom König Charles, als auch dann darüber hinaus, wie wichtig sind Hände, was sagen sie aus, hat unsere Leser begeistert. Das heißt, aus den Händen kann man doch einiges herauslesen. Mhm. Yvonne, zum Abschluss vielleicht noch, was war denn so die berührendste Geschichte, die es bei euch im Leben-Ressort gegeben hat? Weil es gibt ja nicht nur sozusagen fröhliche Themen, es gibt ja auch manchmal ernstere Themen. Was war da bei euch sozusagen ein Highlight? Ganz spontan fällt mir jetzt ein, das war erst kürzlich, wenn man das so in der Form eigentlich noch nie gelesen hat. In Großbritannien gibt es ein 11-jähriges Mädchen, die Alyssa, die war quasi zum Tode verurteilt, weil die an Leukämie erkrankt ist und es wurde wirklich schon jede Therapie an ihr probiert, jedes Medikament, jede Behandlungsmethode, alles ist fehlgeschlagen und die Ärzte haben gesagt, es geht nichts mehr. Und dann hat sich aber doch noch, wo alle Hoffnung schon aufgegeben war, eine neue Gentherapie-Methode ergeben, die bei ihr angeschlagen hat und jetzt haben wir die Meldung bekommen kürzlich, dass sie als geheilt gilt und das ist wirklich, muss man in dem Fall sagen, ein Wunder. Ja. Ein Weihnachtswunder eigentlich hat sich da noch ergeben Ende des Jahres. Das ist mal eine schöne positive Geschichte. Yvonne, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne, danke für die Einladung. Ja, das war's für heute von uns. Einen schönen Tag noch. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Ortmesnik, over and out.